Bevor ich jetzt Lisa dazu schalte, würde ich gerne noch so einen Basic Input geben, warum wir vom Institute of Environmental Justice uns diesem Thema angenommen haben, warum es das wichtig ist und dann noch diese ganze Konferenz darum organisiert haben. Genau, also für diejenigen, die jetzt sich das erste Mal mit dem Thema beschäftigen, wollte ich kurz 2 Minuten nochmal erklären, wo eigentlich die Problematik liegt. Sagen so für Einsteiger, für sagen halt die Experten unter euch, sorry, falls euch das langweilig ist. Genau, und danach gehen wir halt sofort in ein feministisches Klimagespräch. Also, wo stehen wir? Im Jahr 2012 gab es bereits eine Studie von der Weltbank, die berechnet hat, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann rasen wir auf eine Welt 4 bis 6 Grad heißer zu. Und das ist eine Welt, können wir uns nicht vorstellen, drin zu leben, wie das sein wird. Und ich glaube, niemand von uns möchte auch in dieser Welt leben. Aktuell liegt die Erwärmung der globalen mittleren Temperatur bei über 1 Grad. Und im Paris Agreement wurde eine globale Erwärmung oder Erhitzung von 1,5 Grad als das ausgegeben, was wir nicht überschreiten sollten. Und diese bereits über 1 Grad Erhitzung, das bedeutet global in sehr vielen Regionen, dass Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren. Aber die Klimakrise, die betrifft uns nicht alle gleich, auch nicht in diesen Regionen, sondern es kommt darauf an, natürlich halt, wo man geboren worden ist und daneben auch, welche Stellung man in der Gesellschaft einhat. Ob man halt über Wohlstand verfügt, über wie viel Wohlstand man verfügt. Und natürlich spielt auch eine Rolle, in welcher Generation geboren worden ist. Und das Geschlecht spielt auch eine sehr zentrale Rolle. Welchem Geschlecht man sich zugehörig fühlt, wenn man geboren worden ist, in welchem Geschlecht man irgendwie aufgewachsen worden ist. Man kann generell sagen, dass es halt die Menschen, die die Klimakrise am meisten betrifft, das sind Frauen in den Ländern des globalen Südens. Frauen, die in ländlichen Regionen leben, als auch Frauen von indigenen Gemeinschaften. Und zwar nicht, weil sie schwächer sind als Männer, sondern weil sie aufgrund ihres Geschlechts einen anderen Stand haben in der Gesellschaft als auch in der Familie. Und das hat 3 unterschiedliche Gründe. Das erste ist, dass sie einen geringeren Zugang haben aufgrund ihres Geschlechts zu Infrastruktur, Bildungsmöglichkeiten, medizinischer Versorgung, die Möglichkeit, arbeiten zu gehen, die Möglichkeit, Land zu besitzen, aber auch einen anderen Zugang haben zu Mobilität, sich fortbewegen zu können. Und sehr entscheidend halt auch einen anderen Zugang zu Entscheidungsstrukturen innerhalb der Familie als auch im politischen System. Einfach weniger oder gar keinen. Und ein anderer Grund ist auch ein sehr zentraler, dass halt Frauen stellen halt die Mehrheit der Menschen dar, die unterhalb der Armutsgrenze leben. Und das ist sehr wichtig, auch darüber zu sprechen, denn wir erleben nun mal bereits die Klimakrise und wenn es zum Beispiel dazu kommt, dass die Lebensmittelpreise steigen oder es eine Lebensmittelknappheit gibt und man plötzlich darauf angewiesen ist, höhere Preise zu zahlen oder das erste Mal, weil man Subsistenzwirtschaft macht und da halt weniger Erträge hat, Nahrungsmittel zuzukaufen. Wenn man dann aber über wenig oder gar keine Ersparnisse verfügt, also über wenig Kapital, dann ist es natürlich sehr viel schwieriger, mit dieser Situation umzugehen. Und ist man halt sehr viel schneller betroffen von Hungerkrisen, die wir nun mal schon bereits erleben. Und ein weiterer Grund, der dritte Grund, ist, dass besonders Frauen in ländlichen Regionen, aber von indigenen Gemeinschaften, auch eine Abhängigkeit haben von den natürlichen Ressourcen, dem Zugang und zu funktionierenden Ökosystemen um sie herum. Weil sie sehr oft dafür zuständig sind, Wasser, Holz, aber halt auch Nahrungsmittel von dort zu organisieren. Und wenn das erschwert wird, dann müssen sie halt sehr viel mehr Zeit darin investieren, Zeit, die ihnen fehlt, in anderen Bereichen wie Bildung, wie aber auch politische Teilhabe. Also die Klimakrise verschärft global die Ungerechtigkeit, die schon besteht, auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen. Und eine sehr wichtige darüber, über die wir viel zu wenig sprechen, ist,
dass diejenigen, die die Klimakrise jetzt schon am meisten betrifft, die sind auch am wenigsten, sitzen die in den, ja, an den Tischen, wo die Entscheidungen getroffen werden über Klimaschutz, über Klimaanpassungsmaßnahmen. Und ihre Perspektive wird am wenigsten bis halt gar nicht gehört. Sie sind einfach selber nicht am Verhandlungstisch vertreten. Und das ist ein Problem, wenn nur ein sehr kleiner, weißer, primär männlicher und reicher Teil der Weltbevölkerung über die Entscheidungen bestimmt, die uns alle betreffen. Und wenn halt Frauen halt sehr wenig bis halt gar nichts zu sagen haben, wenn es um ihr eigenes Leben im Jetzt als auch um ihre Zukunft geht. Und Frauen haben ein Recht darauf, an diesen Entscheidungen mitzuwirken, mitzuentscheiden, wie die Zukunft aussieht. Das ist halt einfach ihr Recht, ihr Menschenrecht. Und auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass wir, um die Klimakrise aufzuhalten, brauchen wir das Wissen und die Kompetenz und die Perspektiven von allen Menschen, besonders auch das von Frauen. Und deswegen ist sozusagen unser Ansatz auf unserer Konferenz zu sagen, wenn wir es nicht schaffen, eine Gesellschaft aufzubauen, wo alle Geschlechter gleichberechtigt sind, dann ist es fast unmöglich, auch die Klimakrise aufzuhalten. Wir müssen sagen, halt das ganze System der Unterdrückung, der patriarchalen Machtstrukturen, die es nun mal gibt, auch die müssen wir aufbrechen. So, und nach diesem kleinen Input, Erklärung der Basics, würde ich jetzt unseren Gast begrüßen, und zwar Lisa Göldner. Lisa, du bist eine der energie- und klimapolitischen Campaignerinnen von Greenpeace, aber nicht nur das. Du hast auch gearbeitet für Gender CC, Frauen für Klimagerechtigkeit, und du warst vor 5 Jahren in Paris, als das Paris Agreement verabschiedet worden ist. Vielen lieben Dank, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hi. Immer, immer gerne. Genau. Und deswegen wäre halt nämlich jetzt auch meine erste Frage. Ich würde halt sofort sozusagen halt in Machtstrukturen reingehen und wer wie wo was Entscheidungen trifft. Und meine erste Frage an dich, 5 Jahre Paris Agreement, also das Klimaabkommen von Paris. Was bedeutet eigentlich dieses Abkommen für dich und was ist so deine Meinung darüber? Ja, dieses Event findet ja wirklich genau am 5. Jahrestag statt der Verabschiedung des Pariser Klimaabkommens. Und ja, ich denke, dieses Abkommen ist wirklich zweifelsohne ein Meilenstein in der internationalen Klimapolitik. Ne? Also erstmals haben sich wirklich sämtliche Staaten der Erde da vor 5 Jahren drauf geeinigt, ne? Dass man was gegen die Klimakrise unternehmen will. Und sämtliche Staaten der Erde, ja, haben sich darauf geeinigt, die Erderhitzung auf deutlich unter 2 Grad, möglichst auf 1,5 Grad zu reduzieren. Und ich denke, darin, genau, es ist dieser wichtige Meilenstein. Das Pariser Klimaabkommen ist quasi der Referenzrahmen geworden, ja, für klimapolitische Entscheidungen. Wir gucken uns heute an mit, okay, in Deutschland wird ein Kohleausstieg beschlossen, ist der im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens? Ja, also es ist, finde ich, für die Klimagerechtigkeitsbewegung, für Umweltschutzorganisationen so der Referenzrahmen geworden. Und ich denke, unabhängig davon oder worin ich so die Relevanz oder die große Bedeutung sehe, ist natürlich zum einen, dass man gesagt hat, jeder Staat der Erde trägt Verantwortung und muss dazu beitragen, ne? Egal ob, jetzt um diese veralteten Begriffe zu verwenden, Industrieland, Schwellenland, Entwicklungsland. Und der zweite Punkt, das sind, finde ich, diese konkreten Ziele, ne? Die sich als das Relevanteste, glaube ich, herausgestellt haben. Nämlich, dass man, wie gesagt hat, wir reduzieren bei deutlich unter 2 Grad, möglichst auf 1,5 Grad. Und dieses 1,5 Grad ist für mich eigentlich der große Erfolg des Pariser Klimaabkommens, ja. Dass man es wirklich geschafft hat, diese Zielmarke dort zu verankern. Genau, und das ist auch, finde ich, ein riesiger Erfolg gewesen der Klimagerechtigkeitsbewegung und von Umweltorganisationen, die eine ganz starke Allianz geschmiedet haben mit Inselstaaten bei diesen Klimaverhandlungen, um diese 1,5 da reinzubekommen in den Text. Vielen lieben Dank. Nun ist es ja aber halt auch so, dass wir ja seit 25 Jahren diese Klimakonferenzen haben und auf der einen Seite werden halt dort ja Ziele beschlossen, wir wollen alles versuchen, damit wir die 1,5 Grad schaffen. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass es halt
bei der Umsetzung noch nicht so ganz klappt. Und hat es auch etwas damit zu tun, dass Frauen immer noch nicht gleichberechtigt sind auf den Klimakonferenzen, also nicht im selben Maße halt partizipieren? Genau, ich würde auch immer davon abraten, zu viel Hoffnung, ne, diese internationalen Prozesse zu stecken. Ich glaube, bei diesen internationalen Klimaverhandlungen kann so eine ganz gute Dynamik entstehen von, ne, jedes Land muss da alle 5 Jahre berichten, was sie tun, um diese Ziele einzuhalten. Das schafft eine Dynamik, dass man natürlich liefern muss, ja. Aber ein Ziel ist immer nur so, also ein Ziel auf dem Papier, ne, taugt nur dann was, wenn man es auch erreicht und alles dafür tut, dass man dieses Ziel erreicht. Und daran hapert es ja total, ja. Also auch in den letzten 5 Jahren, seit dieses Abkommen verabschiedet wurde, sind die weltweiten Emissionen weiter gestiegen. Ja, wir haben die Trendwende noch nicht geschafft. Ja? Also deswegen finde ich auch, dass 5 Jahre nach Paris gibt es jetzt nicht. Also ist meine Feierlaune sehr gedrückt. Genau. Und deine Frage war ja, ob das auch damit zu tun hat, dass Frauen dort nicht gleichberechtigt oder in der Klimapolitik noch nicht gleichberechtigt partizipieren können. Das ist keine einfache Frage, die zu beantworten. Ich glaube, es hat sich in den letzten 5 Jahren, wie gesagt, trotz Emissionsanstieg und so weiter, einiges getan, was das Bewusstsein für die Problematik anbelangt. Na, natürlich gibt es jetzt irgendwie eine weltweite Bewegung für den Klimaschutz, die es vor 5 Jahren noch nicht gab, wo auch gerade junge Frauen eine wahnsinnig wichtige, einflussreiche Rolle spielen. Und das ist großartig. Und das Bewusstsein hat sich sehr verändert. Aber ich glaube, dass der Großteil der Menschen zum einen die Krise noch nicht als Krise versteht und wenn sie die Klimakrise als Krise versteht, sie als ein Umweltproblem versteht und noch nicht als ein gesellschaftliches Problem. Ja, und also, dass man noch nicht verstanden hat, dass es gesellschaftliche Ursachen gibt für die Klimakrise und dass die Klimakrise gleichzeitig Ungerechtigkeiten, soziale Ungerechtigkeiten weiter verstärkt. Und ich denke, das kann man schon so interpretieren, dass auch die Tatsache, dass nämlich die Menschen, die am unmittelbarsten betroffen sind, ja, und deren Marginalisierung in der Gesellschaft sich dadurch verstärkt, dass die Klimakrise sie hart trifft, nicht an diesen Entscheidungen und an dem Diskurs beteiligt sind. Danke. Und wenn wir jetzt sagen von der internationalen Ebene mal nach Deutschland schauen, wie ist es eigentlich bei uns, was die Gleichberechtigung bzw. die Partizipation von Frauen in Entscheidungsstrukturen im Bereich Klima und Energie angehen, also in der Politik als auch bei den fossilen Industrien? Ich habe keine Zahlen parat. Ich kann so ein bisschen meine Beobachtungen teilen. Ich glaube, dass, sage ich mal so, in der Klimaszene, in den Umweltschutzorganisationen und auch in der Bewegung engagieren sich sehr, sehr viele Frauen und machen sehr, sehr viele Frauen sehr fleißige Arbeit. Aber sowohl, okay, wir haben eine Umweltministerin, ne, aber genau, viele Kompetenzen, vielleicht fangen wir mal beim Politikbereich an. Ja. Also wir haben zwar eine Umweltministerin, aber sie kann auch nur so viel tun, wie ja genau die ihre männlichen Kollegen in den anderen Ministerien bereit sind, auch zum Klimaschutz beizutragen. Wir haben eine große Umweltszene mit vielen Umweltschutzorganisationen und sehr, sehr vielen Akteuren nach wie vor, wo, wie gesagt, glaube ich, viele Frauen sehr, sehr großartige Fleißarbeit leisten, aber an den Spitzen des Großteils der Umweltszene in Deutschland sitzen nach wie vor Männer. Und auch, genau, ich würde sagen, in der Bewegung wird einfach sehr, sehr, oder in der Klimagerechtigkeitsbewegung wird sehr bewusst mit solchen Strukturen und Machtstrukturen umgegangen und sehr bewusst gesagt, okay, wir wollen, dass Frauen für unsere Bewegung sprechen. Also ich denke, wenn es um Partizipation zahlenmäßig geht, ja, und auch wer darf mitreden im Diskurs, glaube ich, haben wir noch einiges zu tun, aber es sieht nicht so düster aus. Allerdings ist natürlich die gleichberechtigte Partizipation von Frauen ein ganz, ganz essentieller Baustein, ja, um auch die Interessen, Bedürfnisse von Frauen mit zu berücksichtigen und Machtstrukturen aufzubrechen. Aber das ersetzt nicht eine tatsächliche Gender-Expertise. Ja, man kann ja auch nicht von einer Frau erwarten, auch noch irgendwie gleichzeitig irgendwie Gender-Expertin zu sein für Gender-Mainstreaming in Energiepolitik. Ja, also ich glaube, das fehlt mir nach wie vor. Es gibt ein steigendes Bewusstsein über die Zusammenhänge, die ja auch diese Konferenz vertiefen soll. Aber wir brauchen eigentlich noch viel mehr Expertise. Ja, also Expertise in dem Sinne, dass wir gute Instrumente brauchen, zum Beispiel für Gender Impact Assessment von
let's say, energiepolitischen Entscheidungen, ja? Also welche Auswirkungen hat der Kohleausstieg auf Geschlechterverhältnisse in der Lausitz? Ja? Also wir müssen viel mehr Wissen aufbauen und Expertise aufbauen und diese Gender-Expertise in der Klimapolitik und in der Klimadebatte etablieren. Jetzt würde ich sozusagen wieder von deutscher Ebene auf die internationale hüpfen. Weil auf den UN-Klimakonferenzen gab es ja jetzt im letzten Jahr den Gender Action Plan, der verabschiedet worden ist. Und ich weiß, dass halt von GenderCC, Frauen für Klimagerechtigkeit, ihr habt da ja jahrelang für gestritten. Und warum sind solche Instrumente halt wichtig, damit wir, wir es schaffen, dass halt Frauen halt mehr partizipieren können? Weil es schlichtweg kein Selbstläufer ist. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass mit der Zeit, ne, mit viel Geduld Frauen irgendwann gleichberechtigt an politischen Entscheidungen partizipieren können, sondern es muss sich wirklich was in den Strukturen verändern. Und deswegen, ja, ist auch dieser Gender-Aktionsplan, der dort verabschiedet wurde, na, da geht es um den internationalen Klimaprozess und wie Frauen dort bei den internationalen Verhandlungen partizipieren können und wie systematisch dort auch eine Gender-Perspektive mit berücksichtigt wird. Genau, deswegen sind die da so relevant. Ja. Also dem Gender-Aktionsplan sind mehrere Maßnahmen aufgelistet, die passieren, also die umgesetzt werden sollen, damit Frauen besser partizipieren können. Ja. Und das fängt ja schon bei so Sachen an, wie dass es, also der internationale Klimaprozess ist ja extrem exklusiv. Ja. Es gibt dort krasse Wissenshierarchien, es gibt dort krasse Erfahrungshierarchien und auch Hierarchien um Ressourcen. Ja, also ein reiches Land wie Deutschland kann dann mit einer fetten Delegation auffahren, ja, kann in sämtlichen Verhandlungsrunden mit ganz, ganz vielen Leuten sitzen und die auch noch in einem bequemen Hotel unterbringen. Und ja, ärmere Länder, kleine Inselstaaten können das nicht. Ja, die können vielleicht 4 Leute schicken und schicken dann vielleicht auch nicht unbedingt die Frauen in ihren Ministerien. Und durch so einen Gender-Aktionsplan wurde zum Beispiel ja Trainings etabliert, ja, um Frauen in Delegationen zu trainieren, wie verhandelt man eigentlich. Ja, oder genau, dass man auch einfach Frauen deren Unterkunft bezahlt, deren Reise bezahlt, damit sie als Teil einer nationalen Delegation dort verhandeln können. Also es geht nach wie vor noch sehr viel um dieses sogenannte Capacity Building, aber da hört es eben nicht auf. Ne? Das meine ich mit Frauen gleichberechtigt partizipieren zu lassen, ist ein Baustein, aber es braucht eben auch die explizite Gender-Expertise, die aufgebaut werden muss und die auch dann systematisch angewendet werden muss. Und genau dafür, also dass das erreicht wird, das ist Ziel dieser Gender-Aktionspläne. Und meine Beobachtung war immer so ein bisschen, dass gerade bei den internationalen Klimaverhandlungen, da passiert schon sehr, also erstaunlich viel zu Gender und Klima. Ja, also es gibt bei jeder Klimakonferenz ist das Thema Gender und Klima ein fester Verhandlungspunkt. Ja, darüber wird jedes Mal geredet und jedes Mal sollen dazu Entscheidungen getroffen werden. Aber wenn es dann wieder um die Umsetzung geht, ja, dieses, was heißt das denn jetzt? Was machen wir jetzt mit dem Wissen, das wir verstanden haben, es gibt einen Zusammenhang von Gender und Klima, dann wird die Luft schon ein bisschen dünner. Und deswegen appelliere ich auch so darauf, wir müssen da mehr Expertise aufbauen. Ja? Und wir müssen anfangen, ins Machen zu kommen. Ja, also uns mal zum Beispiel die Neuplanung des öffentlichen Nahverkehrs in Kleinstadt XY nehmen als Beispiel und sagen, okay, wir versuchen jetzt mal mit einer Genderlinse diesen öffentlichen Nahverkehr in dieser Stadt zu planen. Also in allen Bereichen müssen wir die Gender-Perspektive mit berücksichtigen. Wenn ich dich das fragen darf, halt jetzt auch nochmal so im Bereich, gerade halt im Bereich Energiepolitik, und ist es ja halt auch so, dass halt welche Energie wie genutzt wird, ist ja halt auch natürlich halt auch eine Machtfrage. Und ist es halt auch da wichtig, dass man halt schaut, okay, wenn wir jetzt halt entscheiden, in welche Richtung wir gehen, auf globaler Ebene, auf deutscher Ebene, dass halt Frauen halt in diesem Prozess halt gleichberechtigt beteiligt sind und dass man eventuell auch versucht, andere Strukturen zu schaffen. Also, dass man halt nicht sozusagen halt die Strukturen, die man halt die letzten Jahrhunderte hat, so weiterlaufen lässt und nur halt die Hälfte mit Frauen bestückt. Ja, unbedingt. Und das meinte ich auch damit, mit
dass die Klimakrise noch nicht als das komplexe Problem wirklich verstanden wird, dass es ist, ja, nämlich wirklich als eine gesellschaftliche Herausforderung, ja, also eine Krise, die unser gesellschaftliches System, ja, unsere Strukturen sehr unter Druck setzen, aber die auch aus diesen Strukturen heraus gewachsen ist, ja, aus dem Machtsystem, das wir über Generationen aufgebaut haben, ja, dass wir einfach auch verstehen müssen, Klimakrise bekämpfen heißt nicht, Kohlekraftwerke durch Windkraftanlagen zu ersetzen oder irgendwie statt für Autos mit Verbrennungsmotoren, Autos mit Elektromotoren auf die Straße zu setzen, sondern wirklich, es braucht tiefergehende Veränderungen und das ist extrem komplex und diese Lösungen, die müssen wir gemeinsam entwickeln, weil Gruppen, die nicht divers sind, sehen nicht alle Aspekte, die wichtig sind bei dieser Transformation, ja, bei dem großen Wandel, der da passieren muss. Und das ist eben auch solche Debatten wie bedingungsloses Grundeinkommen, wie Arbeitszeitverkürzung. Das hat alles eine Klimakomponente, ja, genauso wie es eine Genderkomponente hat. Und deswegen finde ich gerade auch Allianzen zwischen der Klimagerechtigkeitsbewegung und Akteuren, die sich für soziale Gerechtigkeit, für Geschlechtergerechtigkeit einsetzen, so wichtig, weil man dann erkennt, wie die Themen zusammenhängen und gemeinsam anfangen kann zu träumen, welche Projekte man umsetzen möchte. Hätte ich jetzt eine letzte Frage für dich, bevor wir gleich in die Workshop-Session reingehen, weil dein Workshop, das ist ja auch ein Skillshare-Workshop, Stimme erheben. Was würdest du sozusagen halt jungen Frauen sagen die jetzt überlegen, auch Klimapolitik zu machen oder in die Klimabewegung zu gehen, sich zu engagieren, was würdest du ihnen sagen? Auf jeden Fall machen. Ja, den Mut haben, über die eigenen Zweifel und Ängste hinwegzuspringen. Und mein zweiter Tipp ist, man kann das nicht alleine machen. Ja, hinter einer Person, die in der Öffentlichkeit spricht, wie mir, die ich irgendwie für Greenpeace zu den Themen Klima und Energie spreche, stehen andere Leute. Ja, ich kann das nicht alleine machen. Ich brauche Leute, die das mit mir vorbereiten, vordiskutieren, die mir ehrliches Feedback geben und sagen, hier musst du dich verbessern, sag das mal anders, das versteht so noch keiner. Und ich brauche Leute, die mir den Rücken stärken, wenn ich heftigen Gegenwind bekomme. Also dieses bildet Banden hinter der Person, die sich traut, den Mund laut aufzumachen, stehen ganz viele andere mutige Personen, die ihr den Rücken stärken. Vielen lieben Dank dir. Danke für das Interview, deine Zeit und wir sehen uns gleich wieder in den Workshops.